Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Balloons Tower Defense 5. Ja, wir gehen erstmal darauf ein, was wir gerade sehen. Ein goldener Balloon. Der goldene Balloon ist ein Sonderballoon. Jedes Mal, wenn er beschädigt wird, wirft er Affengeld ab, das du einsammeln kannst. Vernichte ihn vollständig mit Sahne groß ab. Achte auf einen goldenen Balloon neben dem Schreckennamen, um herauszufinden, wo sich der goldene Balloon versteckt. Spiele dieses Schrecken in jedem Schwierigkeitsgrad und warte, bis der goldene Balloon erscheint. Höhere Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrade bringen größere Belohnungen. Nice, cooles Event. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal. Mittlerweile sind wir schon bei Tag 12 nach so ein paar Monaten. Ich bin da richtig aktiv am Spielen. Ja, wobei ich kaufe 20 Spezialagenten, kriegen wir irgendwie hin, oder? Wobei ich habe nur 6000 Dollar, das ist jetzt nicht mehr so viel. Und eigentlich brauche ich hier auch, na, wobei ein paar Blumen. Wie viel waren es? 20 gewesen, ne? Jetzt müsste ich 1000 Dinger raushauen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja. Dann holen wir uns hier gleich schon mal ein paar 150 wieder zurück. Und ein Affendörfchen und eine Bananenplantage. Dann haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge zurückbekommen und auch für nützliche Spezialagenten. So. Dann würde ich sagen, gucken wir doch gleich mal nach diesem goldenen Balloon. Da ist er. Der goldene Balloon auf der Sprintstrecke. Na, das ist ja interessant. Da würde ich sagen, machen wir gleich mal unplatzbar. Aber vorher gucken wir noch ganz kurz, welche Dings wir haben. Nee, hätte ich natürlich nicht mitgenommen. Ich habe mal wieder Bock auf Ninja-Schule irgendwie. Auf ein paar geile Ninjas. So. Und auf unplatzbar selbstverständlich. Schnellstrecke machen wir nicht. Ich weiß nicht, wann er kommt. Deswegen, wir machen es auf normal. Warnung, goldener Balloon entdeckt. Erscheint zwischen den Runden 3. Ach, verdammt nochmal. Lässt Affengeld und Agentenbelohnung fallen. Tarnet Blei und keramische Eigenschaften. Denkt dran, Sondergebäude und Agenten zu verwenden. Also, hier seht ihr, es ist Tarn, es ist Keramik und es ist Lied. Nicht mehr anzeigen. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, so dieser Screen. Der ist ganz lustig. So, dann fangen wir doch mal an. Und dann lassen wir es durchlaufen. Okay, hätte ich also doch Schnellstrecke machen können. Ja, hätte ich machen können, durchaus. Gut. Ja, ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, in den letzten Folgen, in den letzten beiden Folgen Balloons, glaube ich, habe ich da so ein bisschen was durchdringen lassen, dass ich mir das Spiel gerne auf Steam kaufen würde. Ah, ich habe lange überlegt, kaufst du es hier, kaufst du es dir nicht? Und ich bin zum Entschluss gekommen, nein, ich werde es nicht kaufen. Aus dem Grund, ich müsste wieder alles von vorne machen. Erstmal müsste ich Geld dafür ausgeben, das ist das Schlimmste daran. Weil ich halt auch schon Geld hier in das Mobile-Ding reingesteckt habe, um ein paar Tokens zu kaufen, ganz am Anfang, wo ich halt wieder neu anfangen musste und wieder neu und wieder neu und wieder neu und wieder neu. Habe ich es mir ein bisschen leichter gemacht gehabt. Und ja, dachte ich mir so, jetzt nochmal 10 Euro auf Steam, also 5 Euro vielleicht, aber 10 Euro ist mir ein bisschen zu viel. Dann halt, ich muss alles von vorne machen, jede einzelne Mission. Ich habe jetzt mittlerweile schon, ich bin schon gut dabei bei den, zufälligen Missionen. Die kommen wir uns danach mal, nach dieser Folge, werde ich wahrscheinlich wieder eine zufällige Mission machen. Wobei ich natürlich Bock auf einen unplatzbaren Modus auch hätte. Was wir natürlich gerade machen, aber das ist natürlich jetzt keine Herausforderung hier. Deswegen, ich guck mal, ich glaube, ich habe schon so 60, 70 Missionen sicherlich absolviert gehabt. Und ja. Also das Schlimmste an der Steam-Version ist halt, es ist viel zu leicht, dieser Modus, dieses Steam-Spiel. Denn du kannst dir den Geldverdopplungsmodus für 7500 Ingame-Dollar kaufen, was wirklich nicht viel ist. Also das kriegst du innerhalb ein paar Stunden, kriegst du das zusammen. Und dann ist das Spiel kein Spaß mehr, dann ist das langweilig, weil, stell dich vor, ich würde pro Balloon das Doppelte kriegen, das heißt, ich hätte jetzt schon über 2000 Dollar auf Runde 13. Und würde für jeden Balloon einfach das Doppelte kassieren. Das ist einfach unendlich viel. Und damit macht einfach keine einzige Mission mehr Spaß, wenn du unendlich viel Geld hast. Das ist ein bisschen langweilig. Deswegen dachte ich mir, ach nee, komm, nimmst du nicht, weil das ist einfach todöde. Und ja, so ist es ja auch. Deswegen, ich habe mir überlegt, ach, kaufst du nicht, das ist eh Schwachsinn. Du hast jetzt schon so viel Zeit in die mobile Version reingesteckt. Lass es. Und ja, so ist es auch gekommen. So, wir haben natürlich jetzt ein kostenloses Affendorf, was mir überhaupt missfällt. Ich hätte vielleicht ein bisschen nachdenken sollen vorher. Naja. Was soll ich dazu sagen? Ich möchte das Dings natürlich haben, den goldenen Balloon. Na.
Deswegen. Oh. Alter! Ich hasse das. Dass das ständig resettet wird. Gut, ja, es ist ein bisschen günstiger geworden, wenn man nämlich auch gleich noch die. Ach ja, siehst du. Da habe ich jetzt einen mini kleinen Fehler gemacht. Den wir hoffentlich gleich noch ausbaden können. Nee, können wir nicht. Kann ich? Kann ich nicht? Ja, doch, theoretisch müsste ich können. Ah, wunderbar. Ja, hier kommt nämlich. kommt nämlich immer gleich noch ein Lieblohn, eigentlich bei Runde 27. Ne, bei Runde 28, okay. Und ich hatte meinen Schaf. Mein Ninja-Affen noch nicht vorbereitet. Pling, pling, pling. Ja, also, ja. Wird interessant. Mal den goldenen Blumen. Ich finde es aber immer noch toll, dass... Ich guck mal ganz kurz bei der Steam-Version. Da muss es ja theoretisch auch sein. Blumen. So. Na, 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 na. Böse, böse, böse. Nee. Zumindest ist hier nichts angekündigt. Bezüglich des goldenen Bloons. Müssen wir ganz kurz hier noch einen Ninja-Affen hinsetzen. Und zwar eine Blendgranate. Okay, hier steht nichts irgendwie in dem Steam-Diskussion von wegen irgendwie ein neues Event. Vielleicht hat es noch keiner mitbekommen. Vielleicht ist es ganz frisch. Ich weiß es nicht. Nein, am Arsch, Alter. Am Arsch. Okay. Oh mein Gott, ich habe sowas von dermaßen verkackt. Das ist ja an Traurigkeit nicht zu überbieten. Oh mein Gott. Scheiße! Verdammte Kacke ist das! Ah, ich bin so ein Idiot! Okay. Ja. Also, ihr seht, wie man es nicht hätte machen sollen. Logisch, Camo, Lied und Keramik sollte natürlich auch. Oh nein! Es haben irgendwie, weiß ich nicht, wenige Dollar gefehlt, um meinem Scharfschützen auch, ich weiß nicht, keine Ahnung. So eine verkackte Kacke, sorry Leute. Ich hab's total vermasselt. Aber in 4 Stunden kommt er wieder und dann werde ich ihn wieder probieren. Dann werden wir noch eine Unplatzbar-Mission machen. Okay, aber ich weiß jetzt immerhin, zwischen Runde 30 und 40 kommt er. Das heißt, ich kann beim nächsten Mal Schnellstrecke machen. Ja, okay, das ist so ein kleiner Einleitungspart für das Update gewesen. Nein, das gibt's doch nicht, okay. Und vor allem, er kam von hinten, was ist das denn bitte schön gewesen? Er kam von hinten, wäre er von vorne gekommen, dann hätte meine Blendgranate ihn ja auch gekillt. Oder gestunt, wie auch immer. Aber nein, er kommt von hinten, was für ein Drecksack. Gut, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Schnellstrecke, er kommt von rückwärts. Und ich habe gerade schon gewundert, hey, warum kommt auf einmal so ein Blumen? Und ich hab irgendwo anders hingeguckt gerade erst und dachte mir so, oh, das ist ein riesiger Blumen. Und das ist er ja schon. Okay, sorry Leute, aber im nächsten Part oder irgendwann demnächst wird auf jeden Fall noch eine zweite Mission kommen. Erstmal werde ich jetzt ein paar zufällige Missionen aufnehmen. Und dann werde ich es richtig machen. Dann werde ich mir vermutlich auch keine Ninja-Affen nehmen, sondern Pioniere. Die Camo-Fähigkeit eigentlich auflösen müssten mit dem Reinigungsschaum. Aber das wollen wir das nächste Mal sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und sorry fürs Verkacken. Aber erstmal kleiner Test und der kommt ja wieder, der Blumen. In 4 Stunden ist er wieder da. Und dann werde ich auf jeden Fall eine neue Folge aufnehmen, die dann von den nächsten paar Tagen hochgeladen wird. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.